Und damit, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zu NHL 15. Ja, unsere Be-A-Pro-Karriere endet langsam, aber sicher hier bei den Montreal Canadiens. Jedenfalls die reguläre Saison, Spiel Nummer 79, müsste heute sein gegen die New Jersey Devils. Ihr seht 49 Siege und 37 Niederlagen. Relativ ausgeglichen, wenn wir uns gucken, 43 Siege, 35. Ja, sind wir ein klitzekleines bisschen besser. Was gibt es noch zu sagen? Momentan in Angriffsreihe 2, Powerplay-Reihe 2, 4-Mann-Powerplay, jawohl. Und ja, ihr könnt es ja sehen. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Statistikenzentrale, schauen uns hier noch einmal die Tabelle an. Wir fangen an mit der Metropolitan Division. Hier ist noch gar nichts entschieden. New York vor Washington, gegen die wir ja im letzten Spiel gespielt haben und die nach Overtime 2:1 gegen uns gewonnen haben. Dank ja zwei wunderschönen Toren von Alexander Ovechkin. Und Pittsburgh auf 3, ja, New Jersey auf 4, allerdings eben noch punktgleich mit Washington, mit Pittsburgh und nur einen Punkt unterzieht zu Washington. Also auch hier ist noch absolut alles drin. Ich wollte erst sagen, ab Carolina, die dürfen sich ja darauf keine Hoffnung mehr machen. Ich weiß gar nicht, 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Aufteilung ist von den Playoffs. Sind das immer die ersten 4 aus jeder Gruppe, die da reinkommen? Klärt mich doch bitte nochmal auf. Würde mich nochmal interessieren. Hier auf jeden Fall in der Atlantic Division, da ist alles schon so gut wie sicher. Toronto vor uns, vor den Montreal Canadiens hier. Vor Tampa Bay und den Florida Panthers. Sowohl Toronto als auch wir sind definitiv schon für die Playoffs qualifiziert. Das ist natürlich gut zu wissen. Ja, Tampa Bay wird sich da, glaube ich, auch nicht mal die Butter vom Brot nehmen lassen. Und je nachdem, wie viele da noch reinkommen, dürfte es ja noch einmal spannend werden zwischen Detroit und Florida. Jetzt springen wir erst einmal aber zur Central Division. Hier sind gleich drei Mannschaften schon sicher. Wir schauen uns an Minnesota Wild und wir sehen 107 Punkte. Was zur Hölle? Was ist mit dieser Mannschaft los, Freunde? 107 Punkte, absolut unglaublich. Und das von Minnesota. Ich meine, Minnesota ist keine schlechte Mannschaft, aber das hier habe ich wirklich nicht erwartet. So, auf Platz 2 ebenfalls bereits qualifiziert die Chicago Blackhawks. Das wundert mich nicht mit Toast und Co. Taves und Co. Und die St. Louis Blues. Ja, ebenfalls schon qualifiziert. Und je nachdem, naja, zwischen Nashville und den Dallas Stars ist noch nichts entschieden. Obwohl, ja, die Tendenz hier definitiv zu Nashville geht. So. Pacific Division, Anaheim immer noch erster seit Menschengedenken, ist sogar schon hier der Division-Sieger, ist definitiv schon sicher. Vor Arizona, vor den Los Angeles Kings und den San Jose Sharks hier, die ja abgeschlagen sind, kann man schon fast sagen. Arizona und Los Angeles, ja, 3 Punkte Unterschied, da kann noch etwas passieren und da bleibt es weiter spannend. So, schauen wir hier nochmal in Toronto für die Eastern Conference an. Mit 103 Punkten vor Montreal. Wir sind Zweiter, allerdings ja 4-7 Punkte Unterschied. Also wir hier definitiv keine Chance mehr, der Eastern Conference Winner zu werden. Hinter uns New York, Tampa Bay, Washington, Pittsburgh, New Jersey Devils und die Florida Panthers. Und wie gesagt, hier zwischen den Panthers und Detroit ist noch alles offen. Wir gehen in die Western Conference. Minnesota, Chicago, Anaheim und St. Louis sind auf Platz 1 bis 4, dann kommt Nashville, Dallas, die Arizona Coyotes, die Los Angeles Kings und ja, die sind gleich auf mit den Winnipeg Jets. So, jetzt schauen wir uns nochmal zu guter Letzt die ganze Liga an und hier sieht es tatsächlich so aus, dass die ganze Liga angeführt wird von den Minnesota Wild und das sieht nicht nur nach einem Division-Sieg aus, das sieht auch nach einem Conference-Sieg aus, ja. Toronto hinter ihnen, Chicago, Anaheim, Dark St. Louis, Montreal und dann Nashville und New York. So, jetzt aber lange genug geredet, Freunde. Die ersten 5 Minuten sind bereits verstrichen. Meine Videos werden momentan relativ lang, aber ich möchte euch das gerne zeigen. Die Spielerentwicklung, ja, ich denke, hier brauche ich euch nicht zeigen, denn hier haben wir keine Punkte zu verteilen, obwohl vielleicht in Skating, glaube ich aber eher weniger. Wir schauen mal auf die Werte.
Durchschnittswert, ja, kann man fast sagen, von 80, 80, 82, das sieht gut aus. Insgesamt unsere Stärke habt ihr eben gesehen, unten rechts ist hier, oder da, hier beträgt 74. Und ich bin guter Dinge, dass wir hier nach Abschluss der Saison ordentlich Punkte bekommen, da wir ja tatsächlich alle Ziele erfüllt haben. Hier dürfen wir nochmal die 20 Minuten verstellen. Ich habe es ja vorhin hier im Menü gemacht. Hardcore. Bleiben wir auf Hardcore. Und dann, liebe Freunde, würde ich sagen, geht es jetzt endlich. Es hat ja irgendwie nochmal den Spielstil auf Simulation geändert. Na gut, okay. Geht es jetzt endlich gleich los? Hier gegen New Jersey. New Jersey Devils, wen haben die im Tor? Schneider? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier im Prudential Center in Newark, New Jersey, zu Hause. So, was sagt doch mal die Statistik? Ja, wohl relativ ausgeglichen. Hier sehen wir Mike Emmerich und Eddie Olczyk. Ja, die ich zum Schweigen verbannt habe, damit ihr mich besser hören könnt. Das tut mir leid. Für diejenigen, die beiden mögen. Definitiv bessere Kommentatoren als Scott Clemensen übrigens. 2,55 Gegentordurchschnitt, 91,2% gehalten, 3 Shutouts. Das verspricht doch definitiv im Bereich des Möglichen zu sein. Und bei uns im Tor, Dustin Tokarski endlich mal wieder einen Gegentordurchschnitt von 0,99. 92,8% gehalten, 6 Spiele gemacht, 4 Siege, 2 Niederlagen, also eine absolut Top-Statistik hier für den Mann. Und ja, jetzt geht es endlich los, Freunde. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Green, Elias. Chip in hier. Subben, Gallagher, wir sind etwas zu weit hinten hier. Ah, Hewlett, Martin Hewlett. Da kommt der Angriff, der erste, Elias. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh, beim zweiten Mal habe ich es aber vergessen. Wir decken hier den Mann. Schöner Block von uns und dann heißt es hier Strafe, 2 Minuten gegen PK Subban. Wegen Stockschlagens. Relativ frühe Strafe. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier versucht er mit dem Stockschlag Elias zu stören. Hoher Stock, okay. Hey Sam, I named my dog. Schade, ich konnte es leider nicht lesen. Ja, unser Spiel ist jetzt richtig gut. Gutes Positionsspiel. Gute Idee, deinen Körper einzusetzen und die Schüsse zu blocken. Relativ erster oder relativ zufriedener erster Turn für uns. Sajak, Camiri. Und Icing, abseits. Nicht Icing, Freunde, abseits. Was erzähle ich hier schon wieder? Bin schon wieder etwas geistig verwirrt. So, wir sind auf dem Eis, sehr schön. Die letzten 10 Spiele, 4 Siege, 6 Niederlagen. Also so wie unsere. Am letzten Spieltag jetzt sogar noch schlechter. Schön den Puck hier abgefangen. Schöner Pass auf Galchenyuk. Der schippt den Puck ins gegnerische Drittel. Oh, ich soll weiter zurück. Alles klar, machen wir. Dann bleiben wir hier eben an der blauen Linie stehen. Schön gemacht auf Emmeline. Möglichkeit hier jetzt Camiri. Und bis jetzt präsentieren wir uns ganz zufriedenstellend. Schöne Aktion gebracht, besonders hier in der Defensivarbeit, denn ja, jedes Mal eben den Slot beschützt. Ja, dieses Mal nicht. Aber wir sind wieder vollzählig, immerhin etwas. Schöner Pass auf Emmeline, bevor wir hier gestoppt werden können. Und rüber und, jawohl, Plekanec. Plekanec, Möglichkeit von uns. Ah, Plekanec, spiel hier lang, danke. So, so checkt man.
Bro. Ah, schade. Ich habe versucht, hier irgendwie einen Rebound zu kriegen. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Langsam sollte ich mal vom Eis. Das machen wir jetzt auch. Wenn wir schon an der Bank sind. A minus die Position. A plus Teamplay. C plus Statistik. Sehr zufriedenstellend. Und hier gibt es einen Bulli. Warum auch immer. Ich konnte es aus der Sicht leider gerade nicht erkennen. Ist der Puck irgendwie übers Plexi? Hier nochmal schöne Chance. Allerdings die 13 zu früh aus der Sicht von Tokarski gegangen und damit konnte Tokarski den Puck rechtzeitig sehen und noch reagieren. Wir sind schon wieder auf dem Eis und da ist auch schon das 1:0 hier durch die Nummer. Ich konnte es leider nicht sehen. Durch die Nummer 10, Peter Harold. Schöner Schuss hier. Vorne ihm unten links in die Ecke, beziehungsweise aus der Torhüter-Sicht unten rechts aus der Ecke. Schöner Schlenzer. Tokarski stand leider etwas zu weit links und kommt da nicht mehr dran. Ja, und so heißt es jetzt 1:0. Für New Jersey. Wir sind schon wieder auf dem Eis und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich meine, ich freue mich darüber, dass wir so viel Eiszeit bekommen, aber so schaffen wir es natürlich nicht uns zu erholen. Hab jetzt sogar in der Statistik eine Note F. Wunderbar. Eben, weil wir auf dem Eis waren, als wir das Gegentor bekommen haben. Bernier. Bernier, immer noch Bernier. Sutton holt sich die Scheibe, schön gemacht. Pass auf Moan. Der trägt den Puck jetzt ins andere Drittel. Markov, Möglichkeit. Schöner Schuss. Und nein. Weiss. Noch ist der Puck im Besitz von Montreal. Moan. Ja, weiß nicht wohin mit dem Puck. Stand da ein bisschen ungünstig. Ryder. Jetzt nächster Angriff. Ah, schön gestoppt von Weiss, der hier seinen Fehler von eben wieder gut macht. Einfach mal aufs Tor abzieht. Whitney. Wir sind wieder auf dem Eis. Ruto. Ah, und die nächste Möglichkeit hier. Oi, oi, oi. Warum gibt ihr mir nicht den Puck? Ich stand frei und ich stand gut. Ah, manchmal verstehe ich die Leute echt nicht, Freunde. Manchmal verstehe ich die Leute echt nicht. Ja, Tokarski eigentlich einen guten Job gemacht für das eine Tor. Ja, ist halt so. Ein Tor ist aber noch kein Beinbruch. Weder für seine Statistik noch für unsere 5:3 Schüsse für uns tatsächlich. Gut, das spricht denn leider dann doch irgendwie gegen die Statistik von Tokarski. 3 Schüsse, ein Tor. Gerade 66% gehalten, das ist nicht dolle. Elias mit dem Puck. Pass hinter die Bande. Wie wär's, wenn du mir aus dem Weg gehst? Dankeschön. Ah, verdammt. Puck ist wieder weg. Und wir waren nicht schuld. Ist doch schon mal was. Schön geblockt hier von Burke und Co. Und wieder kommen wir hier einfach nicht zum Schuss. Es ist einfach zum Kotzen. Es ist tatsächlich zum Kotzen, Freunde. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt versuchst du es mal wieder und schieße, dann wird unser Schuss geblockt. Hupala, Entschuldigung. Na, ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Geben wir ab und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. 1:1 hier durch die Nummer 17. Parenteau ist das, glaube ich, oder? Nee, Burke. Und wir haben endlich mal wieder einen Assist hier. Markov und wir mit der Vorbereitung. Hier sehen wir den Puck, wie er da durch die Beine von Clemenson geht. Sehr schön, liebe Freunde. 1:1 hier. Jetzt der Spielstand. Ausgleich in Newark. Schön, es ist gutes Positionsspiel und damit haben wir natürlich wirklich absolut Top-Statistiken hier. A-Plus-Statistik, A-Plus-Teamplay, was wir inzwischen sehr oft haben, was ich früher ja nie geschafft habe. Und A-Minus in Position, allerdings ganz ehrlich, Freunde, in Position, ja,
Es ist eine 1, ob es jetzt eine 1 plus ist oder eine 1 minus, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht die Bohne. Möglichkeit, Tokarski schön gehalten, jetzt der Gegenangriff. Über Parenteau. Parenteau, was macht er? Sucht hier seine Mitspieler, findet Pacioretty, Pacioretty Schuss und da war, glaube ich, noch ein Schläger dazwischen. Der Schuss, der war geblockt. Kamiri, jawohl. Kamiri, schöner Deke, jetzt der Versuch. Tokarski kommt rechtzeitig runter. Parenteau, Parenteau, schöner Deke, jetzt Puck. Ah, auf Emmeline und der Schuss. Ja, der kommt nicht durch. Und Tokarski, wieder schön gemacht. Und wir schauen mal, wie unsere Statistik, nicht unsere Statistik, unsere Taktik jetzt aussieht. Ich wette, nach dem Ausgleichstor hat er die gleich erstmal wieder runtergesetzt. Tatsache hat er. Verstehe nicht. Jedes Mal, wenn man ein Tor schießt, ist er zufrieden. Damit kann man nicht zufrieden sein, Jungs. Lad, Green. Schön gehalten von Tokarski. Behält den Puck, gibt Bulli. War auch sicher so. Oder sicherer so, sagen wir es so. Denn zu viel vor seiner Bude. Da war zu viel los vor seiner Bude. Schöner mit der Fanghand hier der Schuss. So, sind wir immer noch auf dem Eis? Ja, Wolski, wir sind immer noch im Eis. Alles gut, alles super. Oh, schöner Save. Und noch der zweite Save. Sehr schön. Und wieder behält Tokarski den Puck bei sich. Schiedsrichter darf sich den Puck jetzt aus seiner Fanghand schnappen. Und ja, dann gibt es erneut Bulli. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen bedauere ich es ein bisschen, irgendwie nicht einen Center-Spieler genommen zu haben. Würde ich inzwischen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, spannender finden. Aber gut, auch als rechter Flügel bin ich zufrieden, bin ich glücklich. Ah, verdammt. Oh, schöner Save von Tokarski, gibt den Puck sogar wieder ab. Burke, wir laufen links mit. Oh, und es gibt eine Strafe gegen uns. Oder? Gibt es nicht? Gibt es nicht? Nein, Powerplay, sag ich doch. Weil unser Spieler einfach nicht wendig genug ist, oder? Nee, Green kriegt die Strafe. Green geht raus. Die Nummer 6, Green. Jawohl, wegen Torhüterbehinderung. Das gleiche, was ich bei mir auch gedacht hätte. Andy Green. 2 Minuten jetzt also Überzahl. Gibson, Markov, schöner Schuss. Rutu allerdings blockt. Spielt die Scheibe gleich blind nach vorne. Um die Zeit runterlaufen zu lassen. Pacioretty. Galchenyuk, Parenteau jetzt mit der Möglichkeit. Schöner Pass. Aber Clemenson ist da wachsam. Subben. Nächster Versuch. Subben mit dem Pass hinterm Tor. Merrill. Subben. Also sie machen Druck, sie nutzen ihr Powerplay wirklich gut. Jetzt fehlt nur noch das Tor. Pacioretty, schöner Schuss. Kann sich die Scheibe sogar zurückholen. Ruto. Wieder spielt er blind rein und lässt die Zeit damit runterlaufen. Schön gemacht, Parenteau. Möglichkeit von Pacioretty war es, glaube ich. Aber... die Nummer, was ist es? 31, hier sehr gut gehalten. Pacioretty. Der geht garantiert gleich mit dem Deke vorbei. Nein, schafft er nicht. Okay, Sajak. Andy Green, der jetzt aus der Bank wieder da ist, der fit ist. Auch er jetzt mit einem Pass hinterm Tor. Allerdings findet dieser keine Verwertung. Galchenyuk, vielleicht hat er mal mit einem Schuss am Ende. Jawohl, aber Clemens auch diesen Schuss problemlos entschärft. Ja, zwei Drittel, liebe Freunde, sind um. Es steht immer noch 1:1 unentschieden hier. Und ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, dieses Drittel, das war eigentlich im Zeichen von Montreal. Gefühlt viele, viele Chancen gab, viel mehr als das Jersey der Fall war. Ja, gefühlt. Was die Statistik sagt, ist aber etwas anderes. In New Jersey sehr viele Chancen gab. Wir allerdings auch.
Wir hatten 5 Chancen, sie hatten 8. Wenn ich mich jetzt richtig an die Zahlen aus dem ersten Drittel erinnern kann. Ja, mein Gott, ist in Ordnung, würde ich sagen. Auch die Bullies hier sprechen eine leichte Tendenz für die Devils. Pass, ah, schade. Ah, schade, schön gedacht, Larsen. Elias. Schön mit dem Schläger gearbeitet hier von uns, haben den Puck. Na, schade. Wollte ich meinem Teamkollegen helfen, hat leider nicht ganz so geklappt. Havlet. Jetzt wieder mit der Scheibe schön gemacht. Burke. Möglichkeit und wieder Clemens. Komm, spiel hinten lang. Ah. Burke, gib ab oder so. Das ist natürlich auch in Ordnung. Na, da stand man nicht gut. Elias. Total frei gewesen. Möglichkeit und Sabben hier mit dem Block. Und wir schauen nochmal auf die Statistik. Die sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Das ist ein Spiel, ja, in dem der Trainer ausnahmsweise mal wieder durchaus zufrieden mit uns sein dürfte. Team Play und Position, das ist ja sonst nicht so das Problem. Eher die Statistik, denn in letzter Zeit haben wir absolut nichts hinbekommen. Kein Assist, kein Tor, nichts. Auch im letzten Spiel wirklich öfters versucht, hatten die Möglichkeit hier in der Overtime gegen die Washington Capitals zum Siegtreffer, sind dann aber an dem Torhüter gescheitert. Gleason, Möglichkeit jetzt. Proust, Galchenyuk. Und drin ist das Ding, jawohl! Führungstreffer durch Galchenyuk hier im letzten Drittel nach 50 Minuten. Alex, Galchenyuk, Proust und Gleason hier mit der Vorbereitung. Und hier sehen wir das Ding nochmal. Und oben rechts einfach wunderschön verwandelt. Clemens stand natürlich anfänglich auf der falschen Seite. Und vor allen Dingen auf dem Boden. Deswegen hat er es nicht geschafft. Wäre aufgestanden, ja? Wäre es möglich gewesen, dass er den gekriegt hätte. So, aber jetzt, ja, ich denke, man kann sagen, ein verdienter Führungstreffer. Unverdient auf jeden Fall ist er nicht. Jetzt vielleicht Burke. Ah, schade. Wo ist der Puck? Merrill, okay. Hab den Puck aus den Augen verloren. Wir bleiben hier einfach mal in der blauen Linie stehen. Na gut, oder auch nicht. Schön, sehr schön. Haben den Puck jetzt. Schuss und. Ah, schade. Warum nicht mal versuchen? Ryder, Whitney. Na. Chip in. Schön gemacht, schöner Pass von uns. Ah, schade. War ein Versuch wert, Freunde. Hat leider nicht geklappt. Jetzt sollen wir eigentlich schon wieder vom Eis, aber hier nicht während des Angriffs. Sehr schön. Pacioretty. Jetzt können wir vom Eis gehen. Und Pacioretty, schade. Ich bin momentan ständig auf der Suche nach dem Puck, Freunde. Eine Minute noch zu spielen hier. Jaromir Jagr und Tschukarski. Schöner Save. Ja, was wollte ich gesagt haben? Die New York Devils werden hier wahrscheinlich jeden Augenblick den Torhüter rausnehmen. Für uns also dann die Möglichkeit. Hier unsere Führung auszubauen mit einem Empty Net Goal und Tokarski inzwischen weiß ich nicht, hat wahrscheinlich um die 14, 15 Schüsse. Sprich, inzwischen ist das schon wieder eine ordentliche Statistik. Zack, schön gepasst, wunderbar. Genau im rechten Augenblick. Ah, der Pass, der war aber scheiße. Können aber hier den Puck nochmal wieder für uns zurückgewinnen. Und Schuss! Ah, schade. Hätte ja sein können, dass den einer blockt. Wieder. Und wieder sind wir nicht durchgekommen. Aber wir versuchen es immerhin wieder.
Leeres Tor jetzt, empty net. Larsen. Mach Druck, Larsen. Gib mir die Scheibe, Junge. Und, wir treffen das leere Tor nicht, Freunde. Wir treffen das leere Tor nicht. Eine bittere Pille nochmal zum Schluss, aber ganz ehrlich, shit happens. Sieg ist es trotzdem hier gegen die New Jersey Devils in einem wirklich schönen, spannenden und knappen Spiel. Dank, ja, dem Siegtreffer von Galchenyuk in der 50. Minute und natürlich einer super Leistung hier von Tokarski. Anfänglich dachte ich ja, ja, das heute wird nichts, ne? Drei Schüsse aufs Tor, einer war drinne. Das wird nichts, aber er hat hier wirklich nochmal seinen super Goalie-Skill ausgepackt. Ich schaue mal ganz kurz, vielleicht ist er hier drinnen. Nein, Alex Galchenyuk, Harold und René Burke sind die Free Stars. Ich möchte aber trotzdem mal ganz kurz auf die Auswehrstatistik gucken. Und zwar auf die unseres Torhüters, 92,3%. Also 13 Schüsse draufbekommen, 12 gehalten, top, Freunde. Gegentordurchschnitt von 1,02. Der Mann hat nach wie vor eine brillante Statistik hier. Und ja, das war's jetzt. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Nation Zero. Ciao.